Hallo und willkommen zurück zu Beyond Good and Evil HD. Hier ist wieder euer Oliver und wir sind wieder hier im Spiel. Wir haben im letzten Part ganz viele Perlen eingesammelt und wir können ja mal kurz ins Menü gucken, wie viele es denn sind. Wir haben jetzt 43 Stück. Das müsste eigentlich für den Sternenantrieb reichen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber hier seht ihr euch an, ganz viele Kroax-Dinger und sowas. Und das war die Sommenseeschlange, das heißt, das hier ist die erste, die wir hier hätten holen können. Und wenn wir ganz nach hinten scrollen, doch, sieht so aus, als hätten wir alle aus dieser Höhle geholt. Na ja, klar, wir haben schon im letzten Part auf die Karte geguckt und es wurden keine Perlen in diesem Gebiet mehr angezeigt. Von daher, ja. Wie viele fehlen uns denn jetzt noch? Uns fehlt noch eine. Zwei. Also viele sind es nicht mehr, die uns noch fehlen. Mann. 3, 4. Ja, das sind 4 Stück für uns. Mal überlegen, wo könnten sie sein? Ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, dass wenn wir mal auf die Karte gucken, sehen wir ja, dass dort im Hauptmenü noch eine ist. Das könnte die eine sein, die wir bei dem Gewinnspiel noch holen können. So. Und dann werden die anderen dort unten angezeigt. Hier. Das könnten 1 bis 2 von einem Rennen sein. Und die letzte ist eine gute Frage. Ich hatte mal so eine Komplettlösung offen, wo mir das angezeigt wurde, wie viele Perlen es so wo gibt. Aber ist egal. Wir gehen jetzt mal zu den lieben Herrn Händlern und schauen, ob die Perlen, die wir haben, für den Sternantrieb reichen. Dann habe ich nämlich immer noch einen Speicherstand, wo man immer noch zurückgehen könnte und die anderen Perlen holen kann und ja. Weil, wie ich schon mal im letzten Part, glaube ich, kurz angesprochen habe, ist, sobald wir die Mission dann auf dem Mond antreten, ist, glaube ich, kein Way mehr zurück. Also dann verlassen wir Hades für immer und kommen zumindest spieltechnisch nicht nochmal hierhin zurück. Was das für das Spiel selber bedeutet, kann ich euch nicht sagen, aber in jedem Fall kommen wir nicht zurück und können die letzten Perlen dann nicht mehr holen. Ja, so viel dazu. Das ist aber zum Glück nicht so schlimm, da wir können ja hier im Feuer einen Safe speichern und dann kann man immer noch. Überleg ja, ob ich die 100% noch mache. Keine Ahnung. So wirklich was bringen tut es mir nicht. Klar, wäre cool, die 100% zu haben. So ist nicht. Aber nicht zu haben wäre auch nicht so schlimm. Vorne ist so ein unauffälliger Turm. Da fliegen wir mal kurz hin. Nee, hier kann ich. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Kann ich nicht rein. Okay. Und das Spiel sagt mir auch höflich, dass ich dort nicht hin kann. Von daher, was soll's. Gut, dann fliegen wir mal hier hin. Kann ich direkt über sie gehen und landen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Es wird mir tatsächlich ein A zum Landen angeboten. Dann machen wir es einfach mal. Neißenstein. Finde ich gut, dass die Entwickler daran gedacht haben. So, wo kommen wir denn jetzt eigentlich raus? Ach, hier hinten. Ah, ich habe mich immer gefragt, wo es da hingeht. Jetzt wissen wir es. Die Entwickler bauen nichts ohne Grund. So, hier könnten wir auch nochmal speichern. Könnte man tun, ja. Yo, Jade. Yo, Dude. Wie geht's, Isam? Ja, gibt's alle bei uns. Yo, Jade. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Na klar, kannst du dich, Jade, bedienen. Mit dir nicht nur. Wir akzeptieren aber hauptsächlich Perlen. Immer ein Perlen, Alter. Yo. Perlen sind toll. Haufen Perlen, sagt man. Oh, guck mal, das sagen die uns hier sogar. Cool. Hätten wir aber auch so, glaube ich, rausgefunden. Also. Ja. Aber gut, dass uns hier sogar nochmal das Spiel darauf hinweist, für den Fall, dass wir keine Perlen mehr haben. Ach komm, ich speichere, nachdem wir das Ding gekauft haben, oder? Wenn wir es dann kaufen können. So, hier haben wir noch jede Menge Ressourcen. So ein Herzcontainer wäre zum Beispiel noch ganz cool. Ein Schiffscontainer. Nein, was auch immer für ein Container. 30 Perlen, ja, das so haben wir loco. Und der Einbau ist inklusive, Jade. Menschte. Lass dir so eine Gelegenheit nicht entgehen. Menschte. Hey, Jade. Nettes Teil, oder? Sternantrieb. Fast neu. Damit kommst du sogar aus einem schwarzen Loch heraus. Eigentlich nur zum Mond. Na klar, wenn du es sagst, Jade. Aber unsere Mama akzeptiert nichts außer Perlen. Alter, 30 Tacken, ey. 30 Möhren. Konto-Identifizierung. Okay. Also das ist ganz schön teuer. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig. Nehmen wir. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Ich weiß gar nicht, wie viele SODs ich noch habe. Kann ich das direkt nachgucken?
Hier sind nur noch 7 Boosts drin. Ich habe scheinbar keine Healer mehr. Oder die sind alle im anderen Schiff. 300 Einheiten. Ja, komm, fuck it. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs. Eine Boost. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir nochmal. Sollen wir nochmal zum Händler im Zentrum fahren? Der für uns noch irgendwas zu kaufen hat? Bevor wir den Sternantrieb. Ich weiß auch gar nicht, ob direkt die Mission dann losgeht, sobald wir den Sternantrieb haben. Das macht mir nämlich gerade Gedanken. Benutzen. Konto-Identifizierung. Okay. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige. Nehmen wir mit. Ein Stark. Die Reparatur SOD stellt die Reparatur. Eine Boost-Kapsel sorgt für eine kurzzeitige. Die Reparatur. Brauche ich die Kleinen noch? Die Reparatur SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Nein. Oh, ich will euch jetzt natürlich nicht auf die Folter spannen. Ich will aber auch mich nicht auf die Folter spannen. Und ich weiß nicht. Ach, Mann. Ich würde gerne nochmal in die Mitte fahren. Andersrum würde ich mir gut zutrauen, so mir selber, dass da nichts mehr ist und dass ich im letzten Part schon alles leer gekauft habe. Scheiß drauf, wir kaufen jetzt das Drecksteil. Pff, ist mir doch egal. Ich bin, glaube ich, gut genug geperkt, um es doch. Fuck it. Hier, take my money and shut up. Sorgt für den notwendigen Antrieb, um die Anziehungskraft von Hillys zu überwinden. Sternantrieb mit Y aktivieren. Na, hoffentlich ist es auch Y, nicht, dass es wieder irgendwie wie vorhin X ist. Oh, da war er eben noch und dann war er weg. Ja, Mann. Okay, gekauft. Ah, du wirst es nicht bereuen. Die Mamago-Jungs stecken voller guter Ratschläge. Ja, Hauptsache, du lässt dein Geld bei uns, ne? So läuft das. Ich muss übrigens mal kurz sagen, ich war schon wieder ein Trottel. Ich habe im letzten Part schon wieder das Spiel für Sachen beschuldigt, an denen ich schuld bin. Mehr oder weniger. Hey, kurz gesagt, am Ende des Parts, oh, was ist denn jetzt mit dem Ton los? Warum ist der Ton weg? Ah, es war mein dämliches Headset. Der Anschluss, der Klinkenanschluss, der an meinen Frontklinkenanschluss von meinem Computer geht. Ich glaube, die sind beide kaputt. Also, mir ist irgendwann mal vor Urzeiten mein Computer umgekippt. Und seitdem ist der Klinkenanschluss von meinem Headset so ein bisschen krumm. Und ja, die Anschlüsse, die Front-UI-Anschlüsse meines Computers laufen auch nicht mehr so recht. Vielleicht müsste man einfach nochmal, was nicht. Ich will halt kein neues Gehäuse kaufen, nur meine Frontanschlüsse defekt sind. Andersrum ist so ein neues Gehäuse auch nicht so teuer. Aber was mache ich mit dem alten Gehäuse? Und ich mag mein Gehäuse und das ist alles furchtbar. Also, ich weiß nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass es mich stört. Früher oder später kauft mir sowieso mal wieder ein anderes Headset. Ich glaube, ich muss mir mal echt ein kabelloses Headset kaufen. Das sage ich jedes Mal, wenn ich mir ein neues Headset kaufe, aber noch nicht passiert bisher. So, mit dir können wir auch nicht mehr reden. Hast du noch was zu sagen? Die Beluga endlich wieder in Ordnung. Der Beluga, ja. Das denke, wir sind bereit für einen Trip zum Mond, Miss Jade. Du brauchst keine Energie, soweit kommt's noch. Du bist so ein schlechter Kämpfer, du brauchst eigentlich jede Energie, die du kriegen kannst, aber knicken kannst du das selber. Weltraum, wir kommen. Und ihr Mamagus betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Ihr Mamagus betet lieber. So sieht das aus. Kann ich die einsammeln? Warum werden die nicht eingesammelt? Ich will sie haben. Fucking Boostkapseln. Ah. Boostkapseln, Bitches. So, was haben wir denn jetzt eigentlich? Ach so, klar, mit Y. Ah, ich muss ihn aktivieren, okay. So, wir haben 6 Reparatur, Komplett-Reparatur, glaube ich. Wir haben die Benigyros, die brauchen wir nicht. Okay, das ist schon alles, was wir hier brauchen, gut. Ich hätte, wenn die Energieleiste von dem Ding getrennt ist, wäre es vielleicht doch clever gewesen. Ach, egal. Hopp, wir fliegen nach Hillys mal rein. Und schauen nochmal schnell, ob der... Wow. Ob für uns noch was zu bieten hat. Einmal kommen wir da nicht rein. Von oben? Das ist cool, wie das von oben aussieht. Okay, komme ich auch nicht. Geil. Die Schilde sind gut. Sie schilden. Hier vorne gab es auch noch irgendwie einen hier zum Fotografieren. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Vermutlich in der Mission habe ich es irgendwo verpasst, ne? Kann das sein? Egal. Wir docken uns hier einfach mal schnell ab. Und fahren mit dem Boot hinein. Mit dem Boot. Halt's Maul.
So, was hatten wir denn hier noch so? Genau, da vorne ist noch die Perle, die ist bei dem Typen mit dem Glücksspiel, da habe ich aber keine Lust drauf. Und sonst gibt es hier eigentlich nichts weiter zu holen, aber wir gehen trotzdem nochmal schnell in die Shopping Mall. War hier vorne. Ah! Nein, da waren die drin. In die Shopping Mall! Nochmal schnell aufrüsten, alles was so geht. Und dann spätestens, ach, ich glaube wir schaffen das sogar noch in dem Part, in den, auf den Mond zu stürzen. Hier ist ganz schön was los, ne? Wenn man es mal so anguckt, jede Menge Bewachung. Das haben nur wir zu verantworten. So sieht das aus. Mit dir, glaube ich, lohnt sich nicht zu reden. Gehen wir nochmal hier nach unten. Guck mal, hier haben wir noch jede Menge Carbabs. Ja, ja, gib mir einfach, gib mir dein Zeug. Wir nehmen hier alles mit. Ja, ist cool. Dann hatte vor, Sachen zu kaufen. Carbabs, her damit. Carbabs, her damit. Carbabs, her damit. Hat sie unendlich viele? Wir nehmen einfach 10. Dann haben wir 10 mal komplett heilen, das passt. Ja, noch ein paar Stakos mit, einfach nur für ihn. Wie viele hat er denn noch? Beutel, er hat noch 5 Stakos, also was soll das? Aber ganz ehrlich, kann sie noch genug heilen und wir haben 10 von den Dingern. Läuft also, mehr gibt es hier auch nicht zu kaufen. Und daher würde ich sagen, läuft bei uns. Ah, Wand. Ja, nochmal schnell hier rein. Ich glaube, es gab nichts Neues mehr, was wir hier noch tun können. Von daher ein kurzer Blick zeigt uns, alles ist leer gekauft. Das ist gut. Wir müssen mit ihm reden, um ins Hinterzimmer zu kommen. Das ist ziemlich bescheuert. Aber was soll's. Wir könnten ja spontan nicht mehr zum iOS-Netzwerk gehören. Und hier gibt's weiterhin nichts für uns. Okay, gut. Dann haben wir alles Relevante. Das ist doch cool. Wir haben noch 13 Perlen übrig. Ein bisschen viel, aber was sollen wir tun? Irgendwie auch unbefriedigend, ne? Weil man dann zu viele Perlen hat. Dass man sich nicht für alles ausgeben kann, sondern dass es weniger am Spiel gibt, als man Geld hat. Andererseits auch cool, weil du hast Geld am Ende, aber du hast auch so ein bisschen das Gefühl, dass du vielleicht was verpasst hast. Habe ich nicht. Aber wurscht. Gut, dann machen wir uns jetzt auch zum Mond, oder? Dann gehen wir nochmal schnell zu Iwis. Mit denen reden. Ich glaube, mit denen reden lohnt auch nicht mehr, ne? Die hatten, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen, großartig. Aber bevor ich hier nie wieder hinkomme und diesen Lied zu hören. Ah, seine Perle. Die holen wir uns irgendwann mal noch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bei ihm können wir, glaube ich, auch noch. Ne, bei ihm können wir nichts gewinnen, sondern ich glaube einfach nur. Keine Ahnung. Egal. Hey, Propaganda. Auf Dauer ist das Lied auch irgendwie öde, aber hier im Endlos-Loop geht's. So, hier können wir nicht, tatsächlich nicht mehr reden. Du hast auch nichts mehr zu sagen. Du auch nicht, das ist ja echt deprimierend, ne? Gut, speichere ich hier einfach nochmal, oder? Was soll denn jetzt mein finaler Endgame-Save sein? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich bei den Mamagos nochmal speichern, oder? Ah. Alles verpasst, alles vergessen. Ach, dann überschreiben wir den iOS-Unterschlupf. Mit dem iOS-Unterschlupf. Und dann geht's jetzt auf zum Mond. Noch ein paar Minuten. Ich hoffe mal, dass das nicht so ausartet wie damals, als wir zum Dings gefahren sind. Du musst ja einfach nur da laufen, wenn du nicht aufgelöst werden willst. So, na dann machen wir los, ne? Propaganda. Propaganda. Da schießen wir jetzt Fotos. Und dann gibt es keine Propaganda mehr. So. Ey, deine iOS-Terroristen gehen gleich auf den Mond und sprengen die dunkle Seite des Mondes, ey. Mein Baluga. Jetzt sagt er nicht, der bleibt da, wo ich ihn abgestellt habe.
Darf ich jetzt wirklich auf die andere Seite zurückfahren, nur um meinen Baduga zu holen? Ist das Spiel so kacke? Ich hätte jetzt echt erwartet, dass der einfach wieder über mir spawnt. So, was wäre denn das Problem an der Sache? Aber scheinbar bleibt er wirklich da, wo man ihn abstellt. Das ist auch nicht so cool, oder? Fuck. Warte, da schwebt er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Hab ihn doch gesehen. Hab ich nicht, aber egal. Ja, macht Spaß. Okay, seid ihr bereit? Auf zum Mond, meine Damen und Herren. Y gedrückt. Jetzt. Oh yeah. Algenip? Omega Dipper? Altair? Überall sind Sterne, Double H. Ja, so soll das sein. Was hat der Weltraum so an sich? Ah, ich fliege einfach zum Mond. Hey, der Motor hat Fehlzündungen. So gut wie neu, hat das Reno gesagt. Das ist nicht gut. Okay. Selene, was auch immer das ist. Ja, wie habe ich jetzt schon wieder viel Health verloren? Was sagt die Karte eigentlich zu dem Gebiet? Sagt die Karte zu dem Gebiet was? Die Karte sagt zu dem Gebiet, dass keine Karte verfügbar ist. Gut, die haben ihre Basis mit einem Schild gesichert. Das ist nicht so cool. Pissnaken, ey. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Das war das Ziel, oder? Das sieht echt cool aus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Aussicht genießen. Ich mag sie, im Weltraum zu sein. Oh Mann. Das ist schon schlecht texturiert, aber sieht cool aus. Auch die Senderanlage sieht ziemlich nice in Stein aus, ne? Oh yeah. Na dann fliegen wir da mal rein, oder? Ist es as simple as pie? Ist scheinbar so. Die lassen jeden dahergelaufenen andocken. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? So, da haben wir einen Knopf. Und wir haben eine Johnny, Nachricht. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Wir haben echt guten Funk, dass der bis da oben hinreicht. Respekt. So, was sagt denn die Karte dazu? Die Karte sagt... Wollte gerade sagen, haben wir schon eine Karte aus irgendwelchen magischen Gründen? Haben wir nicht. So, ich nehme mal an, es gibt hier keine Perlen, das ist sehr enttäuschend. Ich nehme mal an, es gibt hier keine Tieren, das ist sehr enttäuschend. Dann müssen wir zumindest darum nicht kümmern. Daumensaktivität. Ah, okay. Ganz oben oder unten. Gut. Schön. Guck mal, hier können wir auch nochmal kaufen und wir haben sogar Geld hier. Das ist ja schön. Schön. Nicht viel, muss man auch fairerweise mal sagen, aber immerhin. So ein bisschen was. Da vorne sehe ich noch Geld, was da rumliegt. Da komme ich aber gerade nicht hin, weil die Tür so zu ist. Und da sind drei Platten. Ich vermute, wir brauchen drei Gewichte dafür, was auch immer die sein sollen. Wenn wir sehen... Ah, guck mal, ist das eine Karte? Sehr nice. Ist noch vernünftig abfotografieren könnten, wäre das der Hit. Ich eigentlich genauso schlecht, wenn ich versuche, irgendwas zu fotografieren wie mir? Bei dem Versuch? Das wird da regelmäßig schlecht. Und knipsen. Einfach abknipsen. Fuck it. So. Das ist ein sehr geradliniges System. Da bin ich mit zufrieden. Da ist nicht so schwierig. Links. Links ist ein Gang. Aha, nach hinten ist auch irgendwie ein Gang. Ja, dahin kommen wir sowieso nicht. Ah, okay. Was macht dieser Knopf?
will es jetzt wissen. Wir gehen jetzt. Okay, das war bestimmt ganz wichtig, dass er das gemacht hat. Kann man hier kaufen? Kebabs. Oh, ist das ein Herzcontainer? Den nehmen wir uns noch mit. Ah. Nein, geh weg. Ach Mann, kannst du die Gangway springen? Kannst du das? Du hoch für mich, Miss Jade. Oh, das war so typisch. Wir sind nicht weit vom Sender entfernt. Ich bestätige Zugang über die Gangway. Glaubst du, wir können die Basis von dort aus infiltrieren? Positiv. Ich habe deinen Antigrafaufzug gesehen. Das ist sehr schön. Aus Energie, kannst du knicken. Wir nutzen. Konto, Identifizierung. Okay. Okay, jetzt habe ich die Kebabs gekauft, jetzt können wir auch wirklich, jetzt können wir alles noch kaufen. Cheers. Bevor ich hier aus Versehen... Ein PB1 erhöht deine Energieanzeige um ein Herz. Ja! Ein Herzteil. Wuppdidu. Kaufen wir dem Feind seine Ressourcen weg, dann kann er sie nicht gegen uns benutzen. Ne? Das ist doch der Plan. War doch auch... Der Sinn hinter Irak und so. Warte mal, nein, das ist was anderes gewesen. Oliver, was laberst du? Du weißt es aber nicht. Besser so. Speichern. Gut. Und weil wir es schon wieder geschafft haben, uns hier erfolgreich zu verlabern, sehen wir uns dann hier überall im nächsten Part wieder, was zum Beispiel das da vorne macht und so alles. Also, bis im nächsten Part. Ich bin Oliver und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Zurück an die angeschlossenen Sender.